Guten Morgen, ich bin Michael Köhn, euer Mental- und Praxistrainer. In diesem Beitrag geht es um das Thema mentale Basis für Verkäufer und Vertriebler. Das ist ein Thema, das mir auch selber sehr am Herzen liegt. Ich habe ja von 99 bis Ende letzten Jahres selber Verkauf und Vertrieb gemacht, habe also im Strukturvertrieb mein Handwerkszeug gelernt. Habe erst selber verkauft, dann habe ich die ersten Leute rekrutiert, dann habe ich denen das Verkaufen beigebracht, dann habe ich denen das Rekrutieren beigebracht und so, wie das im Strukturvertrieb ist, habe ich halt dann meine Vertriebsmannschaft aufgebaut und später war ich dann noch in zwei anderen Unternehmen, habe da auch Führungsaufgaben gehabt, sowohl im Angestelltenverhältnis wie, und das war überwiegend so über 12 Jahre halt als Selbstständiger, als HGBler. Und da gibt es wirklich, ja, da gibt es immer wieder Punkte, wo man sieht, warum ist der oder die Verkäuferin oder die Vertriebler erfolgreicher als andere. Und ich nehme mich da selber nicht raus. Auch aktuell, wenn man bestimmte Sachen vorhat, auch mit meiner jetzigen Firma, dann weiß ich ja so ungefähr, was möchte ich gerne machen, wo will ich hin, was ist dafür nötig, was muss ich tun. Und ja, da gibt es halt einige Punkte, die findet man angenehmer, die macht man halt lieber und andere Punkte, die macht man halt vielleicht nicht ganz so gern. Das ist halt auch nicht pauschal immer bei jedem das Gleiche, aber wie gesagt, jeder hat so ein paar Punkte, die macht er lieber und der andere Punkte, die macht er nicht so gern. Und jetzt sagen wir mal fast ganz gleich, auf welchem Niveau der Verkäufer, die Verkäuferin oder der Vertriebler ist. Also ob er jetzt wirklich in seinem Umfeld zu den Guten gehört oder nicht, oder ob er jetzt gut Verdiener ist oder nicht. Jeder weiß für sich, wenn er ganz ehrlich ist, weiß er eigentlich, was könnte er noch mehr tun oder anders tun, um noch erfolgreicher zu sein. Ja, ich glaube, man kann das fast so behaupten. Die meisten Leute wissen das. Und würde man sie fragen, warum sie das nicht machen, also anders oder mehr, dann würden sie wahrscheinlich erstmal ein paar Ausreden finden. Aber ganz am Ende, wenn man ganz, 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 ganz tief nachfragen würde, immer wieder in die Tiefe, dann ist das Thema Angst. Ja? Und Angst, das habe ich schon in anderen Videos gesagt, ist leider kein gutes Gefühl. Ja? Angst hemmt uns, Angst lähmt uns. Und das ist genau der Punkt. Ich sag mal, Klassiker ist, der Verkäufer soll 10, 15 Termine die Woche haben. Oder besser 10, 15 Gespräche. Das heißt brutto ein paar Termine mehr, damit der 10, 15 stattgefundene Gespräche hat, weil wird ja was verschoben, da ist der Hamster schwanger, die Bardose zu eng, da fallen Termine aus, also wird das verschoben auf die nächste Woche oder fällt ganz aus. Also 10, 15 Netto-Termine heißt irgendwo 18, 20, also 10, 15 Gespräche heißt 18, 20 oder mehr Termine. Und wenn man jetzt die meisten Verkäufer fragen würde, egal ob die selbstständig sind oder angestellt, auch unabhängig von der Branche, dann werden die meisten Verkäufer sagen, und vor allen Dingen die, bei denen es vielleicht nicht so gut umsatzmäßig läuft, wenn man ihn fragen würde, warum läuft es nicht so oder was macht dir Spaß, was würdest du gern anders machen, dann würden die sagen, naja, also das mit dem Kundengespräch, das mache ich gerne. Und da schließe ich mich selber auch ein. Also wenn ich beim Kunden sitze, dann sitze ich gerne da und dann rocke ich den Laden und dann mache ich das. Und wenn ich von der Sache überzeugt bin und der nicht komplett Hartz IV ist, dann kann ich ihn auch anzünden und er wird Kunde bei mir. Ja, also das sagen die meisten, also wenn ich erstmal beim Kunden bin, dann habe ich eine sehr, sehr hohe Chance, dass ich auch mit einer Unterschrift da rausgehe. Ja, und damit kommen wir zum wichtigeren Teil. Die sind in der Regel nicht so oft beim Kunden. Ja, deswegen haben die weniger Unterschriften, und zwar im Verhältnis haben die eine gute Abschlussquote von stattgefundenen Gesprächen zum Abschluss, aber die sind halt zu wenig stattgefundene Gespräche. Sind nämlich dann so eher zwischen 1 bis 5 stattgefundene Gespräche in der Woche. So, anstatt 10, 15. Und dann kommt der Punkt, ich habe zu wenig Termine. Ja, wie kann ich mehr Termine bekommen? Das haben dann auch alle schon gelernt. Rufst mehr Leute an. Oder du holst
überhaupt mal Empfehlungen beim Kunden, weil das macht ja kaum einer, das wird ja nur erzählt, macht ja keiner, egal welche Branche, habe ich ja gesehen, wird kaum gemacht. Die, die Empfehlungen konsequent holen, die haben kein Problem mit Umsatz. Die haben kein Problem mit Umsatz. Also es werden keine Empfehlungen geholt oder man macht keine Kaltakquise oder nicht ausreichend. Kaltakquise könnte jetzt sein, gelbe Seiten anrufen, ins Gewerbegebiet gehen, ding dong, ding dong, habe ich alles gemacht, ja. Einfach Firmen so reingehen und wegen BAV ansprechen, was auch immer. Ja? Bei Xing anschreiben, die Firmen direkt E-Mail anschreiben, egal was. Also egal, ob jetzt Firmen oder Privatpersonen auf der Straße ansprechen, Direktkontakt im Strukturvertrieb, weil das ganz normal Leute auf der Straße ansprechen. Am Anfang ist mir fast die Spucke weggeblieben, als ich gesehen habe, wie der Kollege von mir einfach jemand auf der Straße angesprochen hat, auf eine geschäftliche Möglichkeit. Ich habe gedacht, wie kann man denn so krass sein und einen einfach so auf der Straße ansprechen. Aber später habe ich meine ganze Mannschaft so aufgebaut. Das heißt, Angst hemmt uns. Und wer will Kaltakquise machen? Da gibt es ganz wenig Freaks, die finden das gut. Und warum wollen wir die Kaltakquise nicht machen? Warum nicht gelbe Seiten? Warum nicht Gewerbegebiet? Warum nicht Kaltakquise, sag mal hier in Berlin zum Beispiel, Kurfürstendamm, ja, Leute ansprechen? Ja, das hat damit zu tun, weil wir wissen, dass wir anteilmäßig mehr Nein als Ja bekommen. Und dieses Nein empfinden viele als Nein zu, für sich, Nein zu der Person. Also als wenn die Firma oder die Person sagt Nein zu dir als Mensch. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Das Nein bezieht sich auf das geschäftliche Angebot, was ich der oder demjenigen mache. Dazu sagt er Nein. Und manche sagen ja auch, nein heißt nur, jetzt noch nicht. Ja, das sind dann die guten Verkäufe. Aber trotzdem, also nein ist nicht zu der Person, nein ist zu der Situation oder zu dem geschäftlichen Angebot. Und die Leute, die das trennen können, die sagen, der sagt ja nicht zu mir nein, der sagt ja zu dem Thema nein, die nehmen das leichtfüßiger, schaffen mehr Direktkontakte oder rufen mehr gelbe Seiten an oder machen mehr Kaltakquise allgemein. Oder auch beim Kunden eine Empfehlung zu holen. Ja? Ich weiß noch selber ganz genau, ich habe zwar in den Seminaren gelernt, ich soll mir Empfehlungen holen, weil wenn ich beim Kunden sitze, der gekauft hat, und ich hole mir 5 Empfehlungen, davon werden 3 Kunde und ich sitze wieder bei jedem und hole mir wieder Empfehlungen, dann habe ich eine unendliche Kette. Ja? Und das ist nicht nur theoretisch so, das ist sogar auch praktisch so. Hat bei mir aber im ersten Jahr nicht stattgefunden, weil ich habe es mal probiert, ich habe jemanden nach Empfehlung gefragt, technisch natürlich ganz schlecht, habe ich 2-3 Mal eine aufs Maul bekommen, Anführungsstrichen, also verbal, die wollten nicht und dann sagten die, ich kenne keinen, also die leben in der Großstadt, damals in Düsseldorf, ja, sagen ich kenne keinen, klar, ist ja eine Insel, also quasi Einzelzelle Knast und ich habe das dann geglaubt, das heißt, die waren der bessere Verkäufer, die haben mir verkauft, sie kennen keinen, ich habe es geschluckt, also habe ich was gekauft und er war der Verkäufer. Und dann habe ich ein paar Mal, wie gesagt, das nicht geklappt und dann habe ich es gar nicht erst mehr gemacht. Und dann bin ich zum Kunden gefahren und jetzt kommt wieder das Thema, ich habe ja eine gute Abschlussquote, also wenn ich beim Kunden bin, dann schließe ich auch ab, habe ich auch gemacht. Dann habe ich einen 100€ Sparvertrag verkauft und jetzt war so, eigentlich wusste ich, ich soll noch nach Empfehlungen fragen, damit ich auch morgen noch Geschäft schreiben kann oder nächste Woche. Aber dann kam das kleine Männchen, du hast ja schon ein paar Mal gefragt, hast schon ein paar Mal Ablehnung bekommen, lieber nicht, aua, Schmerz, Ablehnung. Dann habe ich nicht gefragt. Oder so schwul halbherzig, dass er nur Nein sagen konnte. Und dann bin ich da rausgegangen, meinem Vertrag, habe gesagt, ja, ich habe wieder Umsatz geschrieben. Weil ich an der Geschäftsstelle war und mein Struktur hat gefragt, und, wie viele Empfehlungen hast du geholt? Nee, ich hab Umsatz geschrieben. Ja, wie viele Empfehlungen hast du geholt? Nein, ich habe hier Vertrag, also ich habe hier Umsatz geschrieben. Moment, Helikopter. Und das habe ich überhaupt nicht gerafft. Das war natürlich total scheiße. Er hat mich zu Recht gefragt nach den Empfehlungen. Er hat mich nicht nach dem Umsatz gefragt. Weil er wusste, wenn ich jetzt so den Umsatz habe ohne Empfehlung, dann ist ab morgen genau die Welt wie vor. Klar, ich habe jetzt einmal Geld, den Vertrag, alles schön. Und danach überlege ich schon wieder, wo ich Umsatz herkriege. Müsste wieder Kaltakquise machen. Das hat ja wieder mit 70-80% Ablehnung zu tun. Ablehnung will ich ja nicht. Und so schließt sich der Kreis. Ja? Und dann bist du unteres Mittelmaß und unterkante Oberlippe. Das heißt, diese mentale Basis, die Leute, die erfolgreich waren im Verkauf oder in der Rekrutierung, in der Führung, haben weniger Angst, die haben sich selbst überwunden. Das heißt, es gibt ja in der Psychologie 2 Motive. Einmal weg von
Und einmal hinzu. Das kann zum Beispiel sein, eine Partnerschaft, von der ich weg will. Da weiß ich noch nicht, wo ich hingehe, aber erstmal, ich gehe weg davon. Oder ein Job. Ich weiß noch nicht, welchen Job ich machen will, aber auf jeden Fall nicht diesen. Das ist ein Weg-von-Motiv. Und dann gibt es das hinzu. Ja, ihr seid noch in der Partnerschaft und ihr lernt eine andere Frau kennen. Und hinzu zu der neuen. Ja? Oder man lernt eine geschäftliche Möglichkeit kennen und will unbedingt das Neue. Ja? Das ist die Hinzu-Motivation. Und das heißt, die Leute, die diesen Punkt überwinden, der Ablehnung, der Angst, die die hemmt, für die ist das Hinzu so klar, was sie erreichen wollen, dass sie sich in dem Moment, und die haben auch Muffensausen, die haben auch Schiss, die haben sich auch überwinden müssen, aber die haben für sich klar, was ist für mich das kleinere Übel, beziehungsweise was ist für mich, welche Wertigkeit hat das? Rufe ich jetzt noch 10 Leute an, davon kriege ich vielleicht 3 Termine, ja, und aus den 3 Terminen schreibe ich vielleicht bei 2 Umsatz, oder rufe ich gar keinen an oder red mir schön oder rufe 3 an, bei 3 Neins höre ich wieder auf. Also wie stark ist dein Motiv wirklich, dein Ziel, das was du hast? Und wenn es stark genug ist, wenn deine mentale Basis klar ist, wenn das Ziel klar ist und kein Ziel, was man vorgegeben bekommt, sondern das wirkliche persönliche Ziel einer Karrierestufe, einer Position, eines Einkommens, einer Mannschaftsgröße, Umsatzgröße, was auch immer. Wenn das richtig klar ist, dann ist selbst die frommste Frau wie ein Rottweiler und hört nicht vor auf. Und das ist der Punkt. Das wäre jetzt der nächste Schritt, wären da schon wieder Ziele, aber dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Aber wirklich diese mentale Basis, wie stark ist jemand mental? Ja? Ich sag mal, ich habe Leute auf dem Grundseminar gehabt, wir hatten einmal im Monat Grundseminar, die Leute aus dem Strukturvertrieb, die kennen das. Und dann hatte ich einen Typen dabei, der war ich mal 3, also richtig so ein Boller. Ja, den habe ich aus dem Fitnessstudio rekrutiert. Der hat damals Bizeps-Seilzug gemacht, habe ich mich einfach daneben gestellt und habe dir die Handynummer geholt. Ja, so, dann sitzt er auf dem Seminar, Samstag, Sonntag. Und am Sonntagmittag sage ich zu dem so, schreib mal ein Namensliste auf, welche Freunde, Bekannte hast du? Da hat er das aufgeschrieben. Ja, 100 Namen sollten es sein, es waren dann auch schon fast 20, also er kannte richtig viele Leute. Und dann habe ich mein Handy raus und gesagt, super, komm, den rufen wir mal gleich an. Oder ich habe ihm mein Handy gegeben, habe gesagt, er soll anrufen. Ja, war nicht dran zu denken. Der hat fast einen Herzkasper bekommen. So, das war die mentale Basis, die der oder diejenige hatte. Da war nichts mit anrufen. Ja, der hat Schiss gehabt, den eigenen Bekannten oder guten Freund anzurufen, zu sagen, hast du mal am Montag eine Stunde Zeit, ich habe was Interessantes, will dir das mal zeigen, sag mal ganz ehrlich deine Meinung. Weil bei sich im Hinterkopf hat er gehabt, ich rufe wegen der Versicherung an. Das geht nicht. Ja, so, mentale Basis. Und die Leute, die sich weniger eine Platte machen, die Klarheit im Geist haben, die mental stark sind, das hat nichts mit einer körperlichen Statur zu tun. Ja, wirklich, die mental stark sind, die machen ihr Ding. Und ich habe damals, als ich angefangen habe, es genau falsch gemacht. Ich habe gelernt, ich soll anrufen und sagen, hi, grüß dich, hier ist der Michael, du pass mal auf, als Beispiel Sascha, ich habe eine super interessante Sache, muss ich dir mal zeigen, und dauert ungefähr eine Stunde, nimm dir mal Zeit, wann passt es dir besser, Dienstags oder Donnerstags, Vormittags oder Nachmittags, genau, ja, ja, ich komme vorbei, sag mir deine ehrliche Meinung, bis dann, tschüss, bumm. So, das ist ein Termin machen. Ich habe das so gemacht. Hallo Sascha, hier ist der Michael, ich war am Wochenende auf dem Seminar, da habe ich was über Versicherungen gelernt, das ist total super, und ich muss dir diese Versicherung unbedingt mal zeigen, wann hast du mal Zeit? Oh, wie gar nicht? Ah, nee, du hast schon alles? Okay, dann später vielleicht. So habe ich dann alle meine 70 Namen auf der Liste durchtelefoniert und hatte ich keinen Termin. So war das bei mir. Ja. Und dann habe ich später über kalte Kontakt gemacht. Ich habe da Listen bekommen von Kunden, die vor Jahren ihren Sparvertrag gekündigt haben. Und die habe ich dann angerufen und daraus habe ich Umsatz geschrieben. Das waren dann Russen und Polen in der Regel. Die haben mich nicht immer ganz so gut verstanden. Deswegen habe ich auch den Termin am Telefon bekommen. Ich bin natürlich auch vor Ort oft beschimpft worden, weil die dann gerafft haben, um was es geht. Also man kann es dann so haben oder so. Ich habe es dann auf die Hardcore-Version bekommen. So habe ich meine Stufe erstmal geschrieben. Und danach wusste ich, okay, ich hole mir lieber Empfehlungen. Ist viel cooler, beim Kunden zu sitzen, wo man ein gutes Gespräch hat. Und sogar, wenn der Kunde nicht unterschrieben hat, und vor allen Dingen, wenn er nicht unterschrieben hat, kann ich Empfehlungen holen. Ja? Wie der Sache in unserem Kopf, weil die Frage ist, warum hat der Kunde nicht unterschrieben? Ganz selten wird es sein, dass der Kunde sagt, dein Produkt ist scheiße. In der Regel sagt der Kunde,
Ich habe gerade kein Geld, ich weiß nächstes Jahr nicht, wie es mit dem Vertrag weitergeht, ich habe sowas schon oder irgendwas anderes. Er findet irgendeinen Grund. Manchmal ist es gelogen, manchmal die Wahrheit, was auch immer, aber er wird selten sagen, ich finde dich schlecht oder das Produkt schlecht. Und wenn er mich nicht schlecht findet, das Produkt nicht schlecht, dann kann ich mir trotzdem eine Empfehlung holen. Und der ist sogar eine Bringschuld, weil ich bin da, ich habe mir die Zeit genommen, ich habe ihm alles gezeigt und jetzt unterschreibt er nicht. Eigentlich war ja alles klar. Das heißt, er ist der Idiot, der Kunde in Anführungsstrichen. Und da kann ich Empfehlungen bekommen. Das heißt, bei 10 Verkaufsterminen, die stattfinden, ist es eigentlich total Latte, ob ich Umsatz habe oder nicht. Ich kann Empfehlungen holen. Das sind neue Kunden. Und so werde ich mental auch stärker. So habe ich mehr Selbstvertrauen. Beton in der Brust, wie man so schön sagt. Und so geht es weiter. Und in der Rekrutierung ist das genau das Gleiche. Ich habe bestimmt 2.500 Rekrutierungsgespräche geführt. Die ersten Gespräche waren immer so 3-4 Stunden. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich gemerkt habe, der zieht sich zurück, obwohl ich die ganzen Highlights schon rausgehauen habe, dann habe ich halt eine Stunde nochmal oben drauf gelegt. Dann habe ich ihn nochmal, habe ich noch eine Zeitschrift rausgeholt, noch eine Abrechnung gezeigt, ja? Anstatt mal ein paar Fragen zu stellen. Ja? Also das Thema, um das nicht ausschweifen zu lassen, mentale Basis bedeutet, mental stark sein heißt wenig Angst haben oder mit den Ängsten umgehen können, weil meine Ziele, die ich habe, so klar sind. Hier sind irgendwo Ängste, hier oben ist mein Ziel und ich habe auch, wer erfährt schon gerne Ablehnung? Keine Sau. Jeder möchte gerne Anerkennung und Bestätigung haben, ich auch, jeder. Aber wenn das Ziel so klar ist für einen, dann nimmt man das nicht so wahr, nimmt es nicht persönlich und man nimmt, es hemmt mich nicht. Weil ich gucke wieder, auf was richte ich meine Aufmerksamkeit, 100%, davon 80% nicht klappen als Vertriebler oder 70, je nachdem wie gut die Quote ist. Und ich richte meine Konzentration auf die 20-30%. 20-30%, die einen Vertrag unterschreiben. 20-30%, die mit zum Seminar fahren. 20-30%, die bei mir als Mitarbeiter anfangen. 20-30%, die es schaffen, selber zu verkaufen. 20-30%, die es schaffen, zu rekrutieren. 20-30%, die eine eigene Mannschaft aufbauen, die unter mir sind. Ja? Und ich konzentriere mich auf das, was funktioniert. Und ich feiere das. Ich feiere den Umsatz meiner Mitarbeiter. Ich feiere meinen eigenen Umsatz. Ich feiere, wenn ich jemanden rekrutiert habe. Ich feiere jede Empfehlung. So habe ich das Gefühl, dass wenn ich dem Guten was klappt, das ist prozentuell im Vertrieb weniger, gebe ich viel Aufmerksamkeit. Ja, mache ich eine Flasche Sekt auf, mache ich richtig in den Bambude. Und den Sachen, die nicht so toll gelaufen sind, der hat aufgelegt, der will nicht, der kann nicht, Termin ausgefallen, der hat einen Vertrag zurückgezogen, was auch immer. Das passiert, aber da gebe ich nicht viel Aufmerksamkeit. Schon gar nicht Gefühle. Und so habe ich hinterher von der Wahrnehmung her mehr positive Erlebnisse als negative, obwohl es prozentual andersrum ist. Bezahlt werden wir für das Jahr. Und da muss man halt 7, 8, 9 aushalten. Ja? Dafür wird das Jahr in der Regel, wenn man einen guten Vertrieb ist, ganz gut bezahlt. Ja? Okay. Also, das war's zum Thema mentale Basis für Verkäufer und Vertriebler. Schreibt mir eure Meinung, eure Ergänzung, eure Kommentare unten rein. Gebt mir einen Daumen hoch, ein Like, abonniert mich und ich sage für meinen Teil bis dann. Ciao.